Märklin-Modelle, das sind Meisterwerke in Miniatur. In der Welt berühmt und begehrt bei Jung und Alt. Und jede Konstruktion ist die getreue Nachbildung ihres großen Vorbildes. Manfred, der Fachmann, weiß das natürlich längst. Und es sieht gerade so aus, als ob auch das Fräulein Schwester höchst angetan wäre von dem, was da so verlockend aufgebaut ist. Der durch Signale gesteuerte, dem Vorbild gemäße Fahrbetrieb muss jeden Jungen entzücken. Und auch Heidi wird es nett finden, selbst einmal Lokführer oder Fahrdienstleiter zu sein. Man sollte die jungen Damen in dieser Hinsicht nicht unterschätzen. Beim Anblick solcher Anlagen erinnert man sich unwillkürlich des altbewährten Spruches: Der Wunsch ist klar bei Groß und Klein, die Marke Märklin muss es sein. Aber warum eigentlich? Warum gerade Märklin? Weil man im Werk in Göppingen auf eine mehr als 100-jährige Erfahrung in der Herstellung von Spielwaren verfügt. Weil man heute wie seit Jahrzehnten mit einem Team geschulter und bewährter Mitarbeiter schaffen kann, es sind jetzt mehr als 2000, weil in modernen Werkhallen ein umfangreicher Maschinenpark zur Verfügung steht und man immer neue Mittel investiert, um noch besser und noch rationeller zu produzieren. Weil man durch die Auflage großer Serien immer wirtschaftlicher, das heißt in hoher Qualität zu niedrigen Preisen fertigt, weil man sich bemüht, jeden Arbeitsgang, der sich ohne direktes Mitwirken des Menschen durchführen lässt, zu automatisieren, dabei aber jede von der Maschine geleistete Arbeit überwacht und prüft. Märklin also, weil man an jedem Platz und zu jeder Sekunde darauf bedacht ist, bewährtes Material sauber zu verarbeiten und echte Märklin-Leistung zu bieten. All das kommt zusammen und noch vieles hinzu. Wo auch immer der Besucher im Werk sich umsieht, wird er einen kleinen Teil von dem finden, was zusammengenommen den Qualitätsbegriff Märklin ausmacht. Was aber würden in dieser Industrie alle noch so modernen Einrichtungen nutzen? Was wären Maschinen und Automaten ohne die Hand des Menschen, die unentbehrlich ist und auf die nie zu verzichten sein wird? Hand und Maschinenarbeit ergänzen sich. Und man sieht, dass exakte Verarbeitung unerlässlich ist, bei der Montage der Doppelkreuzungsweiche wie bei der Großserienfertigung der Gleisstücke. So läuft das Stahlband in die Maschine, so formen rotierende Walzen das Profil und so werden die Schienen ausgestoßen. 40.000 Stück pro Maschine in jeder Schicht. Und auf diese elegante Weise führt man die Stahlplatinen mit den aufgedruckten Schwellen und dem naturgetreu gestalteten Schottergrund einzeln in den Stanzautomat. Die so entstandenen Werkstücke werden in kontinuierlichem Fluss durch die Stufenpresse geschickt, gelocht, geprägt, aufgebogen und eingeschnitten. An den ölhydraulischen Pressen montieren geschickte Hände die Schienen und die Unterteile zu Gleisstücken, zu geraden und in verschiedenen Krümmungsradien gebogenen, zu langen und kurzen, zu Kreuzungen, Weichen und Doppelkreuzungsweichen, so wie der Märklin-Freund sie eben zum Auf- und Ausbau seiner Anlage benötigt. Die der Wirklichkeit weitgehend entsprechenden Gleisplatten, darauf die Profilschienen, und von unten montiert der Mittelstrang, der über die Punktkontakte für die Stromzufuhr sorgt. Wer im Märklin-Katalog blättert, wird bald erkennen, dass es eine ganze Wissenschaft ist, eine perfektionierte Anlage zu entwerfen und aufzubauen. Wie schön, dass es solchen Studiums aber nicht unbedingt bedarf und man auch klein anfangen kann. Etwa so, wie Manfred und Heidi es sich wünschen. Wetten, dass unter diesen Schachteln auch ein paar sind, die für die beiden bestimmt sind? Aber damit Sie, wie jeder rechte Modelleisenbahner, auch wirklich ungetrübte Freude an Ihrer Märklinbahn haben,
werden alle Stücke noch einmal auf ihre Funktion bis ins Detail geprüft, damit nur einwandfreie Qualität das Werk verlässt. Tja, da hätten wir also unseren Manfred wieder. Sein Herzenswunsch ist erfüllt. Und Fati ist natürlich mit von der Partie. Er dirigiert das Geschehen anhand des Gleisanlagenbuches. Aber auch das Fräulein Tochter ist beteiligt, sehr maßgeblich sogar. Und weil Fati Kavalier ist, darf sie selber auspacken. Freilich, ein solches Modell muss von hoher Qualität sein. Und damit es immer zuverlässig funktioniert, tut man sehr viel im Werk. Man denkt in kleinsten Toleranzen, prüft die Einzelteile unnachsichtlich auf ihre einwandfreie Beschaffenheit, ermittelt durch eindringende Diamanten den Härtewert von Metallen und testet im Klimaschrank das Verhalten von Kunststoffen und Lacken bei Kälte und Hitze, bei Trockenheit und hohem Luftfeuchtigkeitsgehalt. Und nur die Qualitäten, die allen Anforderungen entsprechen, werden für die Produktion freigegeben. Ehe es aber dazu kommt, wurde viel Arbeit geleistet. Mit dem Vorbild fängt es an. Gültige Form. Und auf dem Schüttelsieb lösen sie sich von den Spänen. Was aber wäre das schönste Lokomotivmodell ohne den Motor? Das Getriebegehäuse wird geputzt und nach Einsetzen der Lagerbuchsen aus Messing viel spindlig gebohrt. Stichproben werden aus der laufenden Fertigung entnommen und im Feinmessraum geprüft. Der Abstand von Bohrung zu Bohrung muss genau stimmen, damit der gute Zahnrad-Eingriff gesichert ist. Im Mattscheibenbild wird die Übereinstimmung von Form und Größe des Prüfstückes mit der Schablone in 50-facher Vergrößerung sichtbar gemacht. Und jetzt geht's um die elektrische Ausrüstung. Hier werden die Anker gewickelt, vollautomatisch. Die Maschine verrichtet alle Arbeiten wie ein Mensch, nur schneller und präziser. Und noch ein Beispiel für rationelle Fertigung. Das Sechsfachwickeln von Spulen und Feldmaschinen. Letztes Stadium der Produktion, die Lokomotivmontage. Feldmagnet, Anker und Motorlager werden eingesetzt. Und zur Rundfunkentstörung Kondensatoren.
Und was machen wir dann? Wir prüfen mal wieder. Das fertige Produkt beim Einlaufen und die Probefahrt auf der Prüfanlage. Zeugnisse recht hübsch verpackt anzubieten. Ob es die in Schaumstoff gebetteten Lokomotiven oder die Wagen in ihren bunten Faltschachteln sind. Manfred verfügt über eine sehr beachtliche Anzahl davon und ist eifrig mit dem Auspacken beschäftigt. Heidi geht ihm dabei hilfreich zur Hand. Man sieht, es hat sie erwischt. Macht sich doch bestens so ein 24 cm langer D-Zugwagen. Auch das kommt vor. Alles, was nicht hundertprozentig funktioniert, wird ausgeschieden und durch ein einwandfreies Teil ersetzt. Darum eben wird ja ständig und ständig geprüft und überwacht. Personenwagen, Schlaf-, Speise- und Gepäckwagen, deutsche und ausländische Modelle, ein vielseitiges Sortiment. Dazu gibt es immer wieder Neuschöpfungen. Die Erweiterung des Wagenparks ist ein Wunsch aller Modellbahnfreunde, den sich die Märkte
Ereignis entgegensieht. Die Familie hat sich inzwischen komplettiert. Auch Mutti hat sich eingefunden. Der große Augenblick ist da. Der erste Zug geht auf die Reise. Wenn auch die Anlage für den Anfang noch nicht allzu groß ist. Bitteschön, was nicht ist, das kann ja noch werden. Wie wäre es denn zum Beispiel mit einem von diesen Vorschlägen? Na, hätten Sie nicht Lust?